herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer... Ja, was ist das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal... Mr. Mersh spielt um 12:30 morgens Modern Warfare Call of Duty 3, was weiß ich was. Ihr wisst, was ich meine. Und heute war ein anstrengender Tag. Ich dachte mir, ich baller jetzt mal ein paar Leute aus den Latschen und rast mal ein bisschen aus. Ihr schmeißt mit den Waffen in den Club oder so und spielt jetzt mal abseits von euch eine Runde Call of Duty. Denn wenn ich in Steam gehe, ist das Erste, was die Leute schreiben, hey, Mr. Mersh, spielst du mit einer Runde Call of Duty mit mir? Und nein, das sind nicht nur wenige Leute, das sind ungefähr 10 Stück ungefähr gleichzeitig. Und da dachte ich mir mal, spiele ich jetzt mal um die Uhrzeit ganz allein und ungestört und nehme das auf, damit die Leute endlich Ruhe geben und bin ein bisschen mehr verrückter als sonst, weil ich jetzt irgendwie mal gerade den Drang habe auszurasten. Ich bin der Stufe 20 und nein. Und ich habe hier schön die japanische, koreanische Flagge, leider nicht die nordkoreanische, weil es die leider nicht gibt. Und ein Panzerfahrer, eigentlich hätte ich hier gern so einen lustigen Kim Jong-il, der in der Ecke sitzt. Oh, ich würde die Leute umbringen. Ich nehme hier so ein Standard-Kacke, hier Team Deathmatch, Kloppung. Was habe ich eigentlich für Klassen hier? Ich habe die Das Standards, da habe ich die Sniper-Reifle und dann habe ich doch die Wikinger-Modus. Ist hier richtiger Olaf, ich kloppe mich durch die Horden. Hinga Hinga Dorgens, ich heiße dann auch Günther. Und ihr merkt, ich kann hier keinen sinnvollen Satz auf die Reihe kriegen. Hier ist es so spät nachts verhältnismäßig zum Aufnehmen. Er kann ja quasi nur abgehen. So, was haben wir denn hier? In Sea Town, ja, das ist dann quasi unter Wasser. Atlantis, nur cooler mit Waffen. Und das sieht, wie man sieht, doch ein wenig schäbig aus. Insgesamt muss man sagen, dass dieses Spiel irgendwie nicht so wunderschön aussieht. Und ja, ich habe tatsächlich schon mal ein Gameplay-Video von diesem Spiel gemacht. Und jetzt mache ich einfach noch ein weiteres. Ich meine, warum auch nicht? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Außerdem muss ich mal wieder ein bisschen neuen Content für meinen Kanal liefern. Es geht mit den normalen Let's Plays gleich bald weiter. Guy Weekly kommt auch bald wieder. Ich habe sogar eine Cam hier neben mir stehen, mit der ich dann dieses Mal euren Wünschen nachgehen werde. Und ich würde sagen, ich befriedige jetzt eure düsteren Gelüste, Call of Duty von mir sehen zu wollen. Also starten wir mal hier den Kokoloris. Warten auf andere Spieler. Was soll das denn? So, was nehmen wir denn hier? Wir nehmen Wikinger. Und ich bin grottenschlecht im Spiel, aber das ist mir so scheißegal. Na, komm her. Come at me, Bro. So, ein Fahrrad. Ich würde gerne Fahrrad fahren gehen. Ich spiele mit einer niedrigen FPS als sonst. Aua. Das war irgendwie... Ich habe das Gefühl, mir hat eben jemand gerade ein Messer in die Rippen gesteckt. Oder hat mich jemand abgeballert? Ich habe doch keinen Plan. Granaten schmeißen, das liebe ich in dem Spiel. Einfach mal random Granaten in die Umgebung schmeißen. Aua. Aua. Hat euch jemand schon mal gesagt, dass Gewalt keine Lösung ist? Ja, das ist eine Granate. Aua. Wie ist das gemein? Also ich finde das irgendwie nicht ganz so dufte. Wenn ich hier nicht irgendwie... Da ist ein Gegner. Feinde. Ich schmeiß da mal eine Granate rein. Oh, da ist ein... Egal, ich habe eh nicht getroffen. Was auch immer. Ja, lass doch mal. Und, oh, ey, wie ich hier durch die Gegend laufe, weil ich die Map auch so gut kenne. Die Map habe ich noch nie gespielt. Was soll ich denn hier machen? Hallo. Hat dir jemand irgendwie leckere menschliche Körper für mich, die ich mal eben rösten könnte mit ein bisschen Blei? Und heute geben wir in den Eintopf noch ein bisschen Blei dazu, damit der menschliche Kadaver auch wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Wow. Das hat ja wirklich viel Effekt gehabt, dass ich den mal eben gerade abgeballert habe. Ist auch sehr realistisch, Call of Duty, dass man so 1 gegen 1 Straßenkämpfe hat. Vor allen Dingen, weil Krieg ja natürlich immer so ist. Die Leute laufen sich nicht irgendwie über 30 Meter Entfernung gegenseitig in die Füße. Oh, das ist ein Gegner. Den möchte ich eigentlich ganz gern haben. Warum baller ich jetzt schon? Wo ist er hin? Oh, Volltreffer. Ja, ich habe auch richtig gut getroffen. Hallo. Hey, was hat er denn für eine Waffe dabei? Für den Reaper? Was ist denn der Reaper? Ich nehme den einfach mal. Der Reaper, die kenne ich nur aus Mass Effect. Hä? Hey! Die wurde einfach von der Rakete getroffen, während ich ein Päckchen aufgemacht habe. So stelle ich mir auch meinen Lieblingsgeburtstag vor. Man öffnet sein Geschenk und auf einmal kommt eine Rakete, die einen random abtrifft. Kann man auch... Oh, man kann sogar Treppen hochgehen. Oh, und ihr seid alle von mir, okay. Finde ich super. Ich bin auch ganz gerne mit euch unterwegs. Hier ist eine Granate. Granaten sind jetzt nicht so das Optimum, was man unter seinen Füßen liegen haben möchte. Gehört zu den Top 10. Was gehört da sonst noch zu? Keine Ahnung. Was möchte man nicht unter deinen Füßen haben? Minen vielleicht? Ja, Minen sind auch ganz nett. Oder Legosteine. Habt ihr euch schon mal auf Legosteine gesetzt? Das ist das Schlimmste überhaupt. Oh, apropos, der ist auch tot. Der Tod ist auch nichts Schönes. Oh, ich bin so aufgedreht. Aber wirklich, Leute. Stellt euch niemals mit den Füßen auf Legosteine. Es gibt nichts Unangenehmeres. Wer hat mich denn eben jetzt abgeballert? Ich bin getroffen von der Kugel, aber wenn ich jetzt ein paar Sekunden ruhig stehen bleibe, dann wird auf einmal alles viel besser. So muss das auf jeden Fall sein, auch in der Realität. Würde ich mir wünschen. Hallo! Hey! Wer hab ich denn jetzt hier getroffen? Oh, ein Sniper. Sniper ist overpowered, die Waffe ist overpowered, alles ist overpowered. Hilfe!
Und ja, ich habe tatsächlich Energy Drinks konsumiert, falls mich jemand fragt. Betrunken bin ich nicht, dann das würde nämlich ungefähr so klingen. Hallo? Ist hier jemand zufällig anwesend, dem ich mal eben gerade eine Kugel in den Kopf jagen möchte? Zufällig? Hier irgendjemand? Guten Tag, ich hätte gerne eine Kugel für Sie. Eine Exquisite. Sie kriegen auch heute noch eine weitere dazu. Au! Was zur Hölle? Hat er in meine Richtung geguckt? Ah, das ist ein Hühnchen. Ich liebe es, Hühnchen zu töten. Ist quasi so, jetzt habt ihr quasi gesehen, wie bei Kentucky Fried Chicken das Essen gemacht wird. Schön mit einer leckeren SMG, super Waffe mit Kloppermodus auf das Hühnchen draufgeballert. Was ist das denn für eine Karte? Die ist voll verwirrend. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe. Okay, die Leute, ich folge dem jetzt einfach mal hier. Yoshi, komm Yoshi, sag mal, wo geht's lang? Was zur Hölle macht? Yoshi, das ist kein Super Mario. Du sollst verdammt nochmal nicht auf diesen komischen Dinger hier rumlaufen. Hallo? Hallo? Oh, ey, cool, wir haben gewonnen. Ja, das war natürlich mein Verdienst. Danke der Nachfrage. Das bin auch ich mit den zwei Pistolen und das sind auch meine Kills. Oh, ich bin getroffen worden. Also so Rambo-Modus reinlaufen ist ja schon gut, finde ich. 2-6. Ich bin ja hier die Speerspitze des deutschen Call of Duties. Kann man auf jeden Fall so behaupten. Würde ich auch so behaupten. Und wow, fast Level up. Yes! So, wir machen jetzt einfach mal eine interessante Klasse, während ihr einfach hier seid. Und zwar machen wir die Klasse, komm, wir nennen die jetzt mal einfach Kloppung. Kloppung um halb eins. Es geht nicht. Kloppung um eins, passt auch schon. Und dann packen wir hier mal eine Shotgun rein oder sowas. Haben wir sowas? Oh, eine Schrotflinte, jawohl, ey. Fette, fette Party. Oh, was können wir denn sekundär hier machen? Werfer. Oh, geil. Ein Raketenwerfer. Ach, die ganzen Extras sind mir doch scheißegal. Ja, das passt auf jeden Fall. Also ich finde, Kloppung um 1 ist schon eine Klasse, die gleich ein bisschen Spaß machen wird. Und falls sich jemand fragt, ja, tatsächlich, dieses Video ist ein sehr random, zufälliges Video, was wirklich um eine späte Uhrzeit unter Einfluss von Drogen, also von Energy Drinks, was ja auch irgendwo Drogen sind, entstand und entsteht. Ich bin ja noch gar nicht fertig, was laber ich hier? Und dementsprechend solltet ihr das nicht zu ernst nehmen. Sollte es vorkommen, dass hier jetzt irgendjemand vorwirft, ich wäre ein kleines Kind, dass deine Intelligenz quasi im, keine Ahnung, eine Vagina seiner Mutter gefunden hat. Wow! So, da haben wir, oh, was für kreative Namen. Oh, und Pwned. und Pwned und Killer-Eistee. Yoshi hatten wir schon mal und Tressit und, ach, ich liebe diese Call-of-Duty-Gemeinde. Da bin ich doch manchmal froh, wenn ich in meine Strategie- und Rollenspielwelt zurückgehe. Rollenspielwelt klingt jetzt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? World of Warcraft Internet-Sex natürlich. Weil ich auch ganz großer World of Warcraft-Fan bin. Hm. Ich habe sogar mal 5 Minuten das Spiel gespielt. Yes! Hardcore-Geek! Was haben wir denn hier? Baccarat! Das sieht aber irgendwie auch ein bisschen schäbig aus. Aber ich glaube, die... Oh nein, die Karte kenne ich. Die hasse ich noch mehr. Außerdem wäre die andere mit einer Shotgun irgendwie cooler gewesen. Wie kann man dieses Spiel eigentlich so lange spielen? Ich verstehe es nicht. Es ist sehr frustrierend, muss ich sagen. So, komm, wir backen mal hier die Kloppung um 1 aus. Team Deathmatch. Oh, wir sind Afrikaner. Ja. Komm, wir rauben jetzt Leute aus. Unter der Flagge von Kony. Oh, ey, Javelin. Okay, es wird Zeit, jetzt ein paar Leute in den Arsch zu treten mit einem Raketenwerfer. So macht man Krieg, Leute. Wir machen jetzt ein bisschen Krieg hier. Hallo? Möchte jemand... Ich habe hier eine Granate und die würde ich gerne jemanden von euch ganz gerne irgendwie in den Arsch... Naja, das war irgendwie nicht so effektiv. Ich wollte sagen, in den Anus verfrachten, aber irgendwie war das nicht ganz so optimal. So, ich laufe jetzt hier einfach durch die engen Gassen und versuche irgendjemanden zu erwischen mit meiner Pumpgun. Weil ich auch so treffsicher bin mit den Waffen hier. Da lohnt sich das mit der Pumpgun. Na du. Oh, yes! Yeah, ich bin Sergeant First Class, weil ich... Ey, also mich sollte man im Krieg auch einsetzen, definitiv. Ich bin Meister Shotgun. Ich laufe durch das Feld mit einer Shotgun. Und pumpe einfach jeden um, der mir irgendwie nur vor die Schnauze läuft. Ich bin quasi der Jagdhund. Der Afrikaner. Hallo. Der hat ein bisschen Schrot abbekommen. Oh, da hinten ist noch einer. Ja, kann ich den vielleicht hier irgendwie mal ein bisschen... Ah, der ist schon tot. So, ich möchte jetzt eigentlich gerne jemanden snipen mit meinem fetten Granat. Oh, den habe ich getroffen, aber er ist nicht gestorben. Nein. Ich habe ja nur eine Granate. So,
du eigentlich nicht? Hier ist doch jemand, oder? Ein Gegner. Nein! 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 Ach, mit F messert man nicht mit E. Ich drück die ganze Zeit. Oder? Wie messert man eigentlich? Ach doch, mit E. Warum hat er dann ewig gemessert? Ich hasse dieses Spiel. Es funktioniert überhaupt nicht. Oh, da ist jemand gestorben. Ah, hallo? Ich bin auch... Okidoki. Ich habe verstanden, niemals in diesen Weg laufen, vor allem nicht unbewaffnet. Wow. Okay. Ey, Yoshi ist ganz schön gemeingefährlich. Er hat quasi seine Zunge ausgestreckt und hat mir mal den Mittelfinger gezeigt. Oh, da hinten ist einer. Wow, das hat irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Warum nicht? Meine Güte, es war eine Pumpgun, aber... Oh, weißt du was? So nicht, Freundchen, so nicht. Komm, du mir nochmal... Das hatte auf jeden Fall Stil, aber leider hat sie nicht getroffen, beziehungsweise hat sie nicht getötet. Meine Granatwerferfähigkeiten sind halt in Quake besser. Yoshi, ich hasse dich. Habe ich dir das jemals gesagt? Böser Yoshi. Du sollst normalerweise nur in Mario rumlaufen und nicht hier. Ja. Ach, das war... War das jetzt ein Gegner oder nicht? Ach, wir wechseln einfach mal auf die G36. Gute Waffe zumindest in anderen Spielen. Aua. Gab mal ein Spiel, wie hieß es? Ich glaube, es hieß Wolf Team oder so ähnlich. War kostenlos. Habe ich echt lange gesuchtet, eine Zeit lang. Da war die G36 suhuhuhu. Ja. Oh. Junge, warum hat das Spiel eben so geleckt? Das ist auf Aufnahme. Ich bin wirklich nur gestorben, weil es geleckt ist. Was ich manchmal lustig finde bei dem Spiel ist, wenn Leute sich wirklich aufregen darüber, dass irgendwie sie verlieren hier. Ich frage mich immer, warum eigentlich? Ist doch scheißegal. Ist ja nicht so, dass das irgendwie wichtig wäre in so random Team Deathmatch. Hat er mich eigentlich bemerkt? Ja, hat er. Ich glaube, das war eine klare Antwort. Oh, aber ich gebe nicht auf. Niemals aufgeben. Das hat mir schon Digimon beigebracht. So, die Frage ist nur, wo hier jemand ist. Wenn ich hier nur jemanden treffe, ey, ich sag euch. Der kriegt aber ordentlich ein breites Ding, ne? Ein breites Ding kriegt er auf jeden Fall. So oder so ähnlich. Hallo? Da schießt irgendjemand. Yes! Ach, da kommt die Granate! Da kommt der Raketenwerfer! Oh! Na, das hat aber gesessen hier. Ich weiß, ich bin professioneller Spieler. Dürft mir auch gerne unter die Kommentare schreiben, dass ich der beste Spieler der Welt bin. Wusste ich sowieso schon immer. Vor allen Dingen in Call of Duty. Da habe ich die Mad Skills, wenn man so möchte. Gott, ich glaube, ich kann nicht mehr Scheiße labern, als ich es in diesen paar Minuten jetzt getan habe. Irgendwann geht mein Scheiße-Vorlabervorrat im Kopf weg. Aua! Das war jetzt irgendwie nicht ganz so nett. Hier vielleicht jemand? Warum hasst ihr mich alle? Dann muss ich wohl wieder hier zu meinen Lieblingswaffen greifen. Gib mir meine Javelin. Fuck! Yoshi! Nein, Yoshi! Wieso wechselt er nicht zu meiner Shotgun? Yoshi? Ich weiß, dass du hier eben da warst. Möchtest du vielleicht mir dein... Oh! Mist! Ich bin leider nicht Lucky Luke, ich bin nicht der Schnellste im Westen. Zumindest nicht in Call of Duty, falls ihr versteht, was ich meine. Köstlich! Aua! Aua, wer schießt mich denn die ganze Zeit? Ich wechsle jetzt die Klasse, ich mache jetzt einen auf Sniper. Sniper-Reifle! So, jetzt muss ich natürlich nur irgendjemanden treffen. Wenn ich mal jemanden treffen würde, wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Ey, der ist ja wirklich tot. Wie ist der denn jetzt gestorben, bitte? Ich habe den noch gar nicht umgebracht. Also zumindest dachte ich hätte ihn nicht umgebracht. Ich werfe mal eine Granate nach da hinten. Vielleicht treffe ich ja jemanden. Da ist einer. Den töte ich eiskalt. Nur fragt sich, wie? Ich sehe den ja nicht mal. Da ist jemand gestorben. Aua, alles explodiert um mich rum. Hm? Ah, ich hasse es. Und das war natürlich ein verlorenes Spiel. Ich würde sagen, nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten purem Verrücktsein, gebe ich mal jetzt ab an, ja, an meine Intelligenz und höre jetzt auf, dieses Spiel zu spielen. Ich bin nämlich ehrlich gesagt ein wenig traurig über dieses Spiel. Ich möchte es nicht mehr spielen. Und verabschiede mich jetzt wieder nun auf meine neuen Let's Plays, beziehungsweise auf meine anderen Let's Plays, die nicht ganz so verrückt und nicht ganz so zufällig kommentiert sind wie dieses hier. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß gehabt. Ich habe jetzt lang genug mir einen auf verrückter Bahn gemacht. RTL darf mich gerne engagieren. Ich bin jederzeit bereit, um nochmal so eine schauspielerische Leistung abzuliefern. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Geil!